hoffe, jetzt geht's. Mikrofon. Test. Kann jemand schreiben, ob man mich hört? Wo ist reichlich Besuch da sogar? Ah, super, man hört mich. Dankeschön für die kurze Rückmeldung. Ja, herzlich willkommen zum Webinar Supports 2024. Ich muss gleich beginnen, weil ich habe das Webinar mindestens 10-mal geübt und ich weiß, dass die vorgegebene Zeit sehr sportlich ist und ich möchte euch natürlich alle Features zeigen, die jetzt im Programm Supports 2024 auf dem Programm stehen. Ja, erstmal ganz kurz noch zu mir. Mein Name ist Peter Pöppel, ich bin der Softwareentwickler, ich bin auch Alpland-Trainer und Geschäftsführer der Subgrid GmbH und der Entwickler der Subpods. Reicht auch schon über mich. Wichtiger ist, dass ihr die Subpods über die Homepage www.subgrid bekommt oder subgrid.de. Ich hoffe, ihr versteht diesen Punkt hier und diese Kreativität in der Homepage. Mir hat es nochmal einen Haufen Geld gekostet, diese Domain nachzukaufen. Gut, die Subpods sind natürlich Einbauteile für Alplan, die meisten werden es wissen. Einbauteilgeneratoren, wenn man es genau nimmt. Und noch ganz kurz vorab noch zu meinem Logo, das wollte ich auch noch kurz erklären. Die meisten wissen wahrscheinlich, es handelt sich um nichts anderes als eine Dübelleiste. Aber die ist nicht in 3D konzipiert in meinem Logo, sondern eigentlich nicht mal ganz 2D. Denn von meinen Gedanken her war es so, ich mache nur die halbe Dübelleiste als Logo und der Rest vervollständigt euer Gehirn automatisch. Das ist wie beim Generator. Das heißt, ihr gebt ein paar Daten ein und der Rest wird automatisch übernommen. Also das heißt, die Dübelleiste oder das Einbauteil generiert sich von selbst. Ja, das Webinar wird aufgezeichnet. Da war eine Frage. Ich schaue ab und zu mal in den Chat rein, aber ich weiß nicht, ob ich es gut hinbekomme. Ansonsten, wenn ihr Fragen stellt, ich bekomme das alles per E-Mail zugesandt, die ganzen Chatfragen, und kann dann ein Antwortvideo erstellen, falls da irgendwelche Fragen dann ungeklärt werden während des Webinars. Ja. Kurz, dass ich alle abholen kann. Es sind nämlich wirklich nicht nur Konstrukteure oder Ingenieure in unserem Chatraum oder in unserem Webinar. Es sind auch Hersteller und der Einbauteile im Webinarraum oder auch von Alplan. Und von dem her möchte ich ganz kurz alle abholen, um was es hier geht oder was die Problematik darstellt. Das soll jetzt die Hersteller darstellen. Die ganzen Bilder wurden mit meinen Arbeitskollegen namens GPT erstellt und das hat mir wirklich tolle Bilder geleistet und ja, genau. Wir stellen uns vor, ein Hersteller hat verschiedene Einbauteile. Leider hat mein GPT nicht gewusst, was eine Dübelleiste ist, was ein Rückbieganschluss ist und so weiter und so fort. Deswegen habe ich das Ganze konzipiert mit Auto-Einbauteile. Kann sich auch jeder was drunter vorstellen. Plus GPT denkt, dass das vielleicht ein normaler Motor ist und das wäre ein normaler Auspuff. Aber gut, das sei jetzt mal dahingestellt. Ja, und jeder Hersteller hat natürlich seine Einbauteile und die möchte irgendwie digitalisiert in jedes CAD-Programm bekommen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, jedes CAD-Programm hat eine komplett andere Übersetzung, damit das Einbauteil richtig ankommt und richtig ausgewertet werden kann. Und jetzt gibt es ja nicht bloß einen Hersteller, sondern es gibt mehrere Hersteller und die digitalisieren ihre Produkte. Und wenn das jetzt jeder Hersteller macht, dann schauen wir uns mal vielleicht nur die Autoreifen an, dann sind die von jedem Hersteller etwas verschieden. Haben andere Parameter, die hinterlegt werden müssen und können deswegen vor der CAD-Software gar nicht vorgelegt werden. Also die Hersteller wollen natürlich vor der CAD-Software haben, hey, einigt euch mal auf Parameter, die wir beliefern sollen und dann können wir das irgendwie euch darbieten in IFC, DWG oder Generatoren oder sonstigen Daten, damit es bei euch richtig rauskommt. Aber die CAD-Software kann ja gar nicht die ganzen Parameter für jedes Einbauteil vorgeben. Die sind ja alle so unterschiedlich. Allein wenn man den Auspuff anschaut, da bräuchte man ja jedes Mal komplett andere Parameter und es gibt ja immer wieder neue Zulassungen und so weiter und so fort. Deswegen gibt es da ein bisschen ein Problem. Ja, und jetzt stellen wir uns mal vor, diese digitalen Daten werden einfach so in die Autos übergeben, also in die verschiedenen CAD-Softwaren, dann kann man sich vorstellen, dass das nicht immer richtig rauskommt oder nicht den ganzen Zweck erfüllt.
Kleine Anekdote am Rand, da rechts unten sieht man so ein futuristisches Auto mit so einem Munchkal drauf. Das hat mir GPT erstellt. Ich habe eingegeben, erstelle mir verschiedene Autos ohne Menschen, weil ich wollte jetzt nicht, dass da eine Familie mit drin sitzt oder da ein Bauer oder da ein Formel-1-Fahrer. Und anscheinend gehört der Terminator nicht zur Menschheit und ich habe es einfach als Anekdote mit drin lassen bei diesem futuristischen Auto. Aber gut, Spaß beiseite. Wenn wir jetzt diese ganzen Daten hier einspielen, dann können wir uns zum Beispiel vorstellen, dass der Traktor die falschen Reifen erhalten hat vom Hersteller. Und im Endeffekt wollen ja wir mit dem Traktor nicht bloß auf der Straße fahren und Angst haben, dass die Felgen kaputt gehen. Nein, wir wollen ja auf dem Acker. Wir wollen ja das Mais, wir wollen die Kartoffeln, wir wollen die Zuckerrüben ernten. Und am Schluss wollen wir das Ganze verkaufen und unseren Kassenbon. Das ist ja unser Ziel, der Kassenbon, wo draufsteht, das brauchen wir für unsere Einbauteilwelt, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn wir jetzt die falsche Felge bekommen oder den falschen Reifen, dann haben wir da ein Problem. Und ich denke immer noch, dass der Köder den Fisch schmecken sollte. Deswegen sehe ich jetzt irgendwie, da muss eine Schnittstelle geben. Das kann weder die CAD-Software so hundertprozentig bearbeiten, noch der Hersteller. Und ich fülle gern diese Lücke und mein Name ist Peter Pöppel und ich bin der Erfinder der Subpart 24 und genau da steige ich ein. Ich möchte in Allplan sozusagen das bestmöglichste System, nahezu perfekt, gibt es natürlich nie, deswegen muss man es immer weiterentwickeln und da sehe ich meine Leidenschaft und da sehe ich mich berufen drin und es macht auch jede Menge Spaß, das zu machen. Was sehen wir jetzt gleich in unserem Webinar? Das fängt jetzt wirklich gleich sofort danach an. Wir werden erstmal zeigen, wie kann man auf die Supports zugreifen und auf die ganzen Listen, weil es gibt jetzt nicht nur Reports, sondern auch Legenden. Und dann zeige ich euch, wie man die Supports installiert und auch die Legenden in euer System einbaut. Dann werde ich mit euch Fugenbleche verlegen, Rückbieganschlüsse, Dübleisten und Kragplattenanschlüsse. Und dann werde ich das Ganze natürlich mit euch gemeinsam noch auswerten und euch die neue Legende erstmal darstellen, aber auch den neuen Report. Weil der hat was ganz Neues in sich. Der hat ein Mapping jetzt. Das heißt, wenn ihr benutzerdefinierte Einbauteile habt und habt euch schon einen riesen Katalog erstellt, dann könnt ihr jetzt das komplett mappen innerhalb des Reports. Und das ist wirklich komplett neu. Das müsst ihr nicht ihr neu programmieren, sondern das habe ich für euch gemacht. Und ja, und dann noch kurz zur Aussicht 24, was schon bestätigt wurde, was dieses Jahr auf jeden Fall noch kommen wird als Einbauteile. Das sind einmal die Bewährungsschraubanschlüsse Griptec von Betomax, dann ist es das PKFIL von Max Frank, dann kommen ganz viele Elastomerlager von Kallenberg Ingenieure, dann kommen die Transportanker, zumindest die Gewindetransportanker von Peiko, die Stützenschuhe von Peiko, dann kommt noch der Querkrafttorn SWN von Max Frank, die Mauerkragen von Kraso und die Dübleiste Bohle von Schöck. Da haben wir, glaube am Freitag die Zusage bekommen, dass auch hier dann am Schluss die Schnelleingabe mit übernommen wird. Und dass wir jetzt keine Zeit verlieren, beende ich jetzt einfach mal diese Präsentation und starte mit euch da, wo ihr auch starten würdet. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich zugeben, ich habe heute vor dem Webinar noch an jedem Einbauteil rumgebastelt und neue Versionen erstellt. Das heißt, ich habe wahrscheinlich jetzt dann eine Version neuer als ihr und ab Nachmittag werden auch die, wenn ich die alle geprüft habe, freigegeben werden. Was neu gekommen ist, ist meistens eine Rotation oder ein automatisches Beschriftungsbild. Aber gut, wenn wir auf die Homepage schauen, ihr habt jetzt im Webinar, glaube ich, rechts oben so einen Button, da könnt ihr auf Subparts klicken. Dann kommt ihr normalerweise auf die Download-Seite. Ansonsten geht ihr einfach auf Subgrade, dann könnt ihr auch hier auf Download Subparts gehen und dann kommt ihr ebenfalls auf die Download-Seite. Wir haben beim Downloaden etwas erneuert, das heißt, da wird jetzt ein Cache benutzt, das heißt, ihr müsst euch einmal registrieren und könnt dann alles downloaden und habt da ein bisschen einen schnelleren Zugriff. Hat mir ein bisschen was gekostet, aber dann macht die Dienstleistung zu euch ein bisschen einfacher. Genau, und wenn wir auf dieser Download-Seite sind, dann können wir zum Beispiel hier das Video anschauen, wie ist es. Dann gibt es auch hier einen kleinen Screen, der dann erklärt, wo findest du denn die Subparts, wo Report, wie funktioniert die Installation. Wer das schon kennt, ist ziemlich einfach, ist einfach ein Drag and Drop. Damit man auch findet, wo das Ganze ist, habe ich es hier gerechnet. Bei den Legenden, da ist es ein kleines Manko drin, denn Legenden werden bei Allplan an bestimmten Positionen hinterlegt. Das heißt, wenn ich die automatisch
euch mit installieren würde und ihr hättet zum Beispiel 1 auf Legende 1 ein Beschriftungsbild, zum Beispiel Raumbeschriftung, und ich würde genau das installieren, dann würde es das Ganze überschreiben und ihr hättet eine Sicherheitskopie. Deswegen müssen Legenden anders installiert werden und das macht man gemeinsam. Und falls es euch aber zu schnell gehen würde, alles heute in der Früh noch bei den FAQ hinterlegt. Das heißt, wenn ihr zu Support FAQ, dann habt ihr hier die Möglichkeit, nochmal nachzuschauen, wie kann man das Ganze installieren. Und meistens habe ich es in Form von einem Video gemacht, weil ich glaube, das sagt mehr, als wenn man sich irgendwie ewig lange PDFs anschaut. Also das heißt, wie funktioniert das Speichern, ist ein YouTube-Video, wie funktioniert Kragplattenanschlüsse, Dübleisten, Rückbieganschlüsse. Also ihr habt jederzeit dann hier die Möglichkeit, nochmal nachzuschauen, wie das Ganze funktioniert, wenn es jetzt zu schnell geht. So, ich gehe wieder zurück, lade mir jetzt einfach mal die Legenden herunter und komme jetzt auf diese Seite. Dann denken sich vielleicht viele Leute, was soll das? Das ist eigentlich die einzige Bezahlung, was ihr machen müsst, denn die ganzen Supports sind ja kostenfrei. In meinem wirtschaftlichen System ist es so, dass ich mich über die Hersteller finanziere. Irgendwer muss ja bezahlen, die ganze Arbeit, muss ich ja sagen. Also entweder übernimmt es der Hersteller, es übernimmt der Kunde oder es nimmt die CAD-Software. Und in dem Fall mache ich es halt über die Hersteller. Aber damit die Hersteller auch wissen, hey, benutzt es eine Person, benutzen das 10, 15, 50, 100, 1000, 10.000, wie viele Nutzer haben wir denn? Deswegen brauche ich diese Registration. Das heißt, ihr gebt da einmal euren Namen ein, einmal euren Firmennamen, die Anzahl der Allplan-Lizenzen, bitte die gesamten, die im Ingenieurbau bei euch im Einsatz sind, weil das ist ja umso mehr Anzahl an Ingenieurlizenzen ihr habt, umso größer sind die Projekte und die Einsatzmöglichkeiten von den Subparts und das interessiert im Endeffekt den Hersteller. Genau. Dann noch kurz die E-Mail-Adresse und dann einmal da einen Haken und absenden. Und schon habt ihr einen vollen Zugriff auf alle Subparts. Jetzt könnt ihr alles herunterladen. Das heißt, jetzt könnt ihr klicken, der Download läuft gleich. Oder ihr könnt euch den Rückbieganschluss herunterladen oder die Abdichtung, was auch immer. Und habt es dann sofort alles in eurem Download-Ordner standardmäßig. Und genau da starte ich. Ich gehe jetzt in meinen Download-Ordner und habe jetzt zum Beispiel die Abdichtung, Rückbieganschluss und Legenden heruntergeladen. Da die Subparts innerhalb von 5 Sekunden installiert sind, zeige ich zumindest die Legenden. Und wenn es euch wirklich zu schnell geht, dann schaut euch einfach das YouTube-Video an. Also ich habe jetzt hier eine ZIP-Datei heruntergeladen. Da sind zwei Dateien drin. Und wenn ich wieder nicht weiß, wie das Ganze funktioniert, habe ich hier eine Textdatei und da ist einfach ein Link drin. Zu dem YouTube-Video. Also auch hier gelangt ihr darauf, dass ihr wieder wisst, wie kann ich das Ganze installieren und wenn möglich konvertieren. Denn ich habe die Legenden jetzt hier abgespeichert für Allplan 24 und wenn ihr eine vorherige Version benutzt, dann müsst ihr das Ganze in eure Version konvertieren. Da ich das nicht für jede Version jedes Mal mache, wenn ich irgendwas ändere, sondern immer auf der aktuellsten Allplan-Version halte, müsst ihr das Ganze konvertieren, aber das ist ziemlich einfach. Ich habe jetzt mal diese zwei Dateien ausgeschnitten und lege die einfach bei mir in den Musikordner rein. Der Ordner ist eigentlich egal, wo ich das ablege. Ich muss den einfach nur schnell wieder finden und ich nehme jetzt einfach mal den Musikordner dafür her, dass ich die Legenden schnell installieren kann. Ich habe da zwei Dateien. Die eine Datei, die steuert sozusagen die Namensgebung und die Inhalte von euren Legenden in Allplan, also in eurem Bürostandard. Und die 1 heißt, das ist der Ordner 1, den ich euch mitgebe und das sind jetzt momentan 4 Legenden hinterlegt und die möchte ich jetzt installieren. Wenn ich das jetzt in ein anderes Allplan konvertieren möchte, dann muss ich in ein Allmenü meiner Wahl gehen, zum Beispiel jetzt Allmenü 19 oder sowas. Dann gehe ich auf Datei, Daten in die aktuelle Version konvertieren und dann wähle ich den Ordner aus und dann läuft es kurz durch und dann ist es in eurer Version erhältlich. Dann wechseln wir auch schon zu Allplan. Dann kommen wir endlich mal, wo wir hinwollen. Jetzt wollen wir das Ganze noch installieren, die Legende. Und da öffnen wir mal, wenn diese Leiste nicht vorhanden ist, Kopf, Menüleiste einblenden und dann erscheint hier diese Leiste. Da können wir dann auf Datei gehen und auf den Project Pilot oder EP, wie ich so gern sage, gehen und sozusagen diese Baumstruktur. Jetzt einfach mal alle Projekte zu und muss den externen Pfad auswählen. Das mache ich mit einem Rechtsklick, externer Pfad auswählen. Und jetzt nehme ich mir hier einfach diese.
Ordner, da wo ich das gerade abgelegt habe, und sage Ordner. Schließe das Ganze wieder. In Altplan bleiben wir bitte drin. Und dann kann man zum Beispiel per Lupe, ob man die Lupe da sieht wegen der Kamera. Dann machen wir die Kamera vielleicht hier aus. Hier oben in der Actionbar ist eine Lupe. Und wenn ihr keine Actionbar habt, sondern eine Palette, dann ist irgendwo hier die Lupe. Da geht es einfach drauf und gebt ein Legendenverw, reicht schon. Dann kommt Legenden verwalten. Das könnt ihr euch in der Actionbar entweder anzeigen lassen oder gleich hier ausführen. Und dann, das müssen wir nur einmal machen in unserem ganzen Leben sozusagen oder in einer Altplan-Version. Da sucht man uns jetzt den externen Pfad. Da habe ich jetzt diesen Ordner Subparts, diesen besagten Ordner 1. Und hier sind meine vier Legenden. Die vier, die habe ich heute erst erstellt. Deswegen habt ihr die vielleicht jetzt noch nicht, wenn ihr das gerade live mitgedownloadet habt. Stelle ich aber euch natürlich zur Verfügung nach Ende des Webinars. Jetzt gehe ich auf Kopieren. Die vier sind angemarkt. Und jetzt kann ich die irgendwo in mein Büro absetzen. Das heißt, ihr könnt es an irgendeinem freien Ort belegen und überspeichert damit nicht eure wichtigen Legenden, die ihr vielleicht schon selber erstellt habt. Ich mache das jetzt einfach hier. Ich überspeichere das Ganze. Halt, nicht alle ausführen, sondern nur vier Stück ausführen. Dann heißt es ersetzen, ja, und schließt das Ganze. Jetzt haben wir zumindest die Legenden schon mal installiert und der Rest, der geht jetzt ziemlich schnell von der Hand. Ich gehe wieder in meinen Downloads-Ordner und muss einfach nur diese Abdichtung per Drag and Drop hier in das Feld ziehen. Wenn man das Ganze schon mal installiert hat, dann wird gefragt, ob im STD-Ordner in Altplan die Bitmap-Dateien überspeichert werden dürfen. Ansonsten kommt diese Abfrage nicht. Und schon kann ich damit beginnen mit der Abdichtung. Rückblickanschluss ist dasselbe. Der Report ist auch gleich mit installiert. Alle Icons wurden in den STD-Ordner mit installiert. Das heißt, jedes Subpart greift eigentlich nur auf einen Link von einer Bilddatei zu, damit sie es nicht selber mittragen muss, damit die Performance so gering wie möglich gehalten wird und die Datenmenge von einem Einbauteil halt auch nach unten getragen wird. Ja, bevor ich jetzt eigentlich anfange mit der Abdichtung, will ich nur kurz zeigen, wo das Ganze dann zu finden ist. Das ist in der Bibliothek unter Büro, Subparts, und das heißt, jeder im Büro kann jetzt darauf zugreifen, vorausgesetzt es ist ein Workgroup installiert. Und das ist alles auf dem Server der Büropfad, dann kann jetzt innerhalb von einer Sekunde jeder das neue Subpart sozusagen nutzen. Ja, und ich habe jetzt hier ein riesengroßes Projekt vorbereitet. Man sieht schon, vier Außenwände, zwei Innenwände, eine Stütze und da draußen noch so eine Art, ich nenne es jetzt einfach mal Silo. Der Ton ist immer wieder sehr abgehackt. Ja, das ist natürlich blöd. Da schaue ich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es ein bisschen besser ist, indem das die Kamera aus ist. Ansonsten muss ich schauen, müssen wir vielleicht mit dem Webinar-Video, das im Anschluss kommt, vielleicht die Lücken schließen, sage ich jetzt mal. Vielleicht sagen aber Bilder mehr als 1000 Worte. Ich hoffe, dass es trotzdem irgendwie funktioniert und dass das Stocken irgendwie weggeht. Ansonsten muss ich ein Ticket schreiben an dieses Webinar-Programm. Naja, okay. Also ich möchte jetzt kurz diese Bodenplatte hier abdichten und auch diese hier und habe mir hier etwas zurechtgelegt. Ich habe hier in meiner Bauwerkstruktur in Altplan sozusagen Modellteilbilder und Einbauteilteilbilder erstellt. Das mache ich normalerweise im Ortbetonbereich nicht. Normalerweise mache ich das nur im Industriebereich. Da empfehle ich, die Einbauteile auf separate Teilbilder zu setzen und vielleicht sogar noch bauabschnittsweise. Im Ortbetonbereich baue ich normalerweise das Einbauteil in dem Teilbild ein, da wo es hinterlegt wird oder da wo es einbetoniert wird. Ich mag es jetzt bloß bei solchen Schulungen nicht, weil ich dann einfach immer diese Teilbilder bloß löschen muss und dann kann ich wieder von vorne beginnen und den nächsten dasselbe zeigen, so ungefähr. Genau. So, und jetzt gehe ich einfach auf, ich zeige die Bodenplatte, den EG-Grundriss und die Einbauteile in der Bodenplatte. Damit es vielleicht noch ein bisschen besser ausschaut, werde ich bei den Objekten einfach schnell die Dämmung ausblenden. Ja, so kenne ich mich besser aus. Gut, reicht mir. So, jetzt gehe ich in die Abdichtung rein, Doppelklick. Das Einzige, was ich jetzt brauche und das Neue ist jetzt zum Beispiel, dass der Kurztext ABD 1 schon hinterlegt worden ist. Wie ihr seht, das habe ich heute in der Früh noch schnell gemacht. Aber ich brauche jetzt erstmal den Höhepunkt, den Absetzpunkt der
der Bodenplatte und den hole ich mir einfach mit Messen Koordinaten. Und jetzt habe ich eine Oberkante von minus 0,10 in der Z-Koordinate. Und dieses Offset kann ich jetzt nutzen, wenn ich möchte, wenn ich danach nicht die Abdichtung wieder verschieben möchte. Und kann jetzt hier zum Beispiel schon 0,10 eingeben. Aber bevor ich es das erste Mal verlege, könnt ihr euren Bürostandard einstellen. Das heißt, wenn ihr gar nicht wollt, dass das immer ABD heißt, sondern vielleicht bei euch heißt die Abdichtung F für Fugenblech oder sowas, dann könnt ihr einfach in die Einstellung gehen, solange ihr das aus der Bibliothek rausgenommen habt, und könnt jetzt hier alle Einstellungen abändern. Das heißt, das Level of Geometry, das kommt aber erst zur Geltung, wenn wir das Ganze rund verlegen. Die Farben, die Layer und auch die Beschriftung, ob ihr jetzt zum Beispiel einen Kurztext anzeigen wollt oder einen Langtext oder einen Langtext gespalten, das heißt auf zwei Zeilen aufgeteilt, also ich mache jetzt hier den Kurztext, die Schriftgröße, den Textlayer, ob das ABD heißt, ob ihr noch eine Klammer setzen wollt oder nicht. Ich mache mal eine und ich kürze das Ganze jetzt einfach ab mit A-, mache einmal Enter, das Enter ist leider wichtig und jetzt kann ich den ganzen Bürostandard so nutzen. Ich schließe das Ganze nochmal und beweise es, indem ich jetzt nur mehr da draufklicke und jetzt ist der Bürostandard nochmal so übernommen. Wenn ich auf Einstellung gehe, ist jetzt das A- eingestellt. Das heißt, jetzt bleibt der Bürostandard auf diese Technik stehen und alle Änderungen werden in ein Cache gelegt. Das heißt, das Support weiß die letzte Einstellung. Das heißt, die nächste Abdichtung, die ich wieder herausziehe, hat wieder die richtige Verschiebung in Z und dann kann ich das ganze Gebäude abdichten und muss nur einmal die Verschiebung in Z eingeben. Ja, ich habe mir jetzt einfach für irgendein Fugenblech entschieden, mit bituminöse Spezialbeschichtung. Ich kann hier auswählen, zum Beispiel zwischen Streifen oder Rolle. Was ist da groß der Unterschied? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Verlegelänge von 100 Meter mache, dann erkennt man es vielleicht besser. Ich habe hier eine Möglichkeit, eine Überlappung mit einzuberechnen. Das heißt, ich verlege 100 Meter Abdichtung und mit Streifen habe ich 2,50 Meter Überlappung auf 100 Meter. Wähle ich jetzt aber die Rolle, dann habe ich nur noch 25 cm, weil die Rolle ja viel mehr hergibt. Das ist der große Unterschied und ich kann die Überlappung mitberechnen lassen oder nicht. Und je nachdem, was der Hersteller anbietet, gibt es hier verschiedene Fugenbleche, es gibt auch Sollriss-Elemente, es gibt diese vier Hersteller stehen zur Auswahl, Betomax, Max Frank, Kraso und Habau. Und da könnt ihr euch einfach mal durchsuchen. Da der Premium-Partner im Jahr 24 Betomax ist, werde ich den vorstellen, weil der trägt sozusagen einen großen Teil von Subgrade mit der Premium-Partnerschaft, damit es dieses System überhaupt gibt. Gut, und jetzt zeige ich, wie schnell das Ganze abgedichtet wird, wenn man es richtig einstellt. Wenn ich jetzt eine Wandstärke für 0 einstellen würde, dann hätte ich den Absetzpunkt genau da, wo jetzt mein Cursor ist. Das würde ich euch nicht raten. Ich würde euch raten, die Wandstärke auszumessen. Die ist bei mir 24. Dann gebt ihr die da unten ein. Und jetzt habt ihr den Absetzpunkt genau in der Mitte zwischen der Wand. Und den setze ich jetzt einmal hier hin und habe jetzt hier zwei Griffe. Und wenn ich den Griff jetzt hier nehme und ins Eck hier rein platziere, dann seht ihr, dass er genau in der Hälfte der Wand wieder platziert wird. Und jetzt nehme ich diesen Griff und den platziere ich auch hier oben. Und jetzt habe ich schon mal die erste Abdichtung platziert. Ich schließe das Ganze und kann gleich die nächste Abdichtung wieder platzieren. Zum Beispiel hier. Schließe wieder das Ganze und habe jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel hier einen Drehwinkel einzugeben. Da gebe ich jetzt einfach 90 Grad ein. Nimm den Absetzpunkt, den Punkt hier hinführen, escapen und er übernimmt jetzt wieder die letzte Eingabe und jetzt brauche ich einfach bloß hier klicken und jetzt bin ich schon fertig mit der kompletten Abdichtung von dieser Bodenplatte. Gut, die ist zwar ein bisschen einfach, aber funktioniert ziemlich gut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine runde Bodenplatte habe, dann haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze rund zu verlegen. Und da muss ich aber einen Radius eingeben. Ich glaube, ich habe hier 5 Meter genommen. Und dann kann ich noch sagen, ich habe eine Wandstärke von 24 cm. Gebe das hier ein. Und setze das hier einmal ab. Ich hoffe, es funktioniert. Ja. Und ihr seht, jetzt ist das Ganze hier verlegt. In diesem Silo. Einfach rund verlegt. Hat gleich die Wandstärke wieder abgezogen. Ja, leichter geht's nicht mehr.
Ihr habt auch Möglichkeiten, dass ihr bloß Teilbereiche davon verlegt. Also ihr müsst es nicht in 360 Grad, sondern vielleicht in 90 Grad verlegen. Und dann habt ihr auch hier die Möglichkeit und seht jetzt hier, 90 Grad ist das Ganze verlegt. Die Beschriftung, die könnt ihr immer mit Doppelklick aktivieren. Dann habt ihr so einen Griff und könnt die hinziehen, wo ihr wollt. Bloß mit dem Blick auf der Uhr muss ich jetzt schon zum Rückbieganschluss springen. Den Rückbieganschluss, den betonieren wir am besten im Grundriss ein. Das heißt also bei den Wänden. Und ich habe hier wieder ein eigenes Teilbild dafür. Blende dafür jetzt die Abdichtung im unteren Bereich aus und setze jetzt hier den Rückbieganschluss rein. Auch hier habe ich wieder was Neues eingebaut oder was verbessert, sage ich jetzt mal. Das ist der Rückbieganschluss Finder oder RBA Finder. Und das kam wieder also es sind sehr viele Verbesserungen gekommen, einfach von den Kunden selber, die gesagt haben, hey, könntest du nicht das und das einbauen? Und dann sage ich, ja klar, wenn es Sinn macht, baue ich das meistens ziemlich zeitnah um. Es sind einige im Chat, die, wie funktioniert das mit Höhenspringen? Das werde ich dann in einem extra Video beantworten, Herr Lohmann, zeige ich dann halt auch. Aber das würde jetzt den Zeitrahmen ein bisschen sprengen. Das ist natürlich ein bisschen komplexer. Das Feld hinter der Wandstärke, das hat zu bedeuten, ob der Ursprungspunkt links oder rechts von der Abdichtung ist. Genau. Aber wie gesagt, jede Frage beantworte ich natürlich in einem eigenen Video dann. Genau. Ein Rückbieganschluss, wenn ich den jetzt setzen möchte, ich fokussiere mich jetzt mal nur auf dieses Gebäude, das da hinten ist egal. Das lösche ich vielleicht sogar raus jetzt einfach mal. So. Jetzt habe ich einen Rückbieganschluss und den möchte ich jetzt einfach konstruktiv ohne Bemessung absetzen von der Außenwand zur Innenwand. Da werden ja sehr viele Rückbieganschlüsse zum Beispiel verwendet. Jetzt habe ich die Möglichkeit, erstmal den RBA Finder einzusetzen. Was macht das Ganze, wenn ich den einmal aktiviere? Also jetzt ist er noch nicht aktiv. Ich mache noch den Drehwinkel auf 180, damit der Rückbieganschluss auch richtig eingebaut werden würde. Jetzt mache ich mal den RBA Finder ein und sage ja in Hilfskonstruktion. Und jetzt seht ihr da so grafisch dieses Lilane. Bei mir heißt Lila ist konstruktiv. Standardmäßig ist es in Altplan mit Gelb hinterlegt. Wenn ich den jetzt hier einbaue, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, meine Innenwand einzugeben. Da sage ich jetzt 20 cm und jetzt ändert sich sozusagen die Breite auf 20 cm. Dann kann ich die Betondeckung eingeben, 2,5, das passt. Das wäre jetzt die Innenlinie da. Und dann kann ich noch sagen, was habe ich für Grundbewehrung in dieser Wand? Zum Beispiel könnt ihr jetzt sehen, 10er Grundbewehrung wäre wie eine Q524. Oder wenn ich jetzt auf 7 gehe, dann ist es wie eine Q257A. Und das ist dann die Grundbewehrung, die wird mal 2 hier angedeutet und auch hier mal 2. Und meine Bewehrung, meine konstruktive Rückbieganschluss muss jetzt innerhalb dieser zwei Linien liegen. Das sehe ich aber erst, wenn ich auf Schließen klicke. Und wenn ich natürlich die Eisen mit darstellen lasse. Moment. Jetzt sehe ich, dass die Eisen da ein bisschen reingehen in die Grundbewehrung, dann ist das wahrscheinlich die falsche Wahl. Jetzt fragen wahrscheinlich einige, warum machst du das nicht gleich automatisch, dass automatisch die richtige Größe genommen wird? Dann sage ich, weil ich erstmal nicht in der Verantwortung stehen will. Und zweitens könnte es ja sein, dass es wegen einem Mü, wegen so einem kleinen Millimeter da reinstehen würde. Dann würde es ja trotzdem derselbe Kasten sein. Und ich möchte dann nicht, dass das automatische System sagt, du musst dann das einbauen oder sowas, sondern das bleibt eure freie Wahl. Und jetzt sehe ich, dass der Kasten ungefähr passen würde. Und dann kann ich das Ganze zum Beispiel jetzt wieder den RBA Finder deaktivieren. So, genau. Ich mache dasselbe wie vorher. Ich mache wieder die Z-Verschiebung ein. Ich habe Weiser, also wenn man jetzt hier hinschaut, sind wir ein bisschen in der Luft. Ich muss auf minus 0,10. Ich habe jetzt die Standardtypen von Comax aktiviert. Das heißt, das ist die Lagerware, so wie sie ist. Die ist nicht länger als 1,25 und kann sie auch nicht sein. Aber ihr könnt es natürlich von dem 1,25er Stück was runterschneiden. Genauso sind die Parameter B, H und L, die sind vordefiniert. Beim Durchmesser 8 und 15. Wenn ich das hier zuklappe, die Sektion, dann seht ihr hier unten ein Bild, damit ihr wisst, was sind denn eigentlich die richtigen Parameter, was hier eingestellt ist. Wir haben uns entschieden, dass wir auf Stückzahlen gehen und nicht auf laufende Meter, weil das dann zu besseren Ergebnissen kommt bei der Bestellung. Und ja, genau, also jetzt habe ich den ersten Rückbieganschluss zum Beispiel hier gesetzt.
Ich kann zum Beispiel noch sagen, ich möchte, dass der Rückweganschluss R- heißt oder R, Enter. Und dann sage ich mein System, übernimm bitte den Namen und speichert diesen Rückweganschluss ab und die Zahl übernimmt er als automatisch. Das heißt, der erste Rückweganschluss, den ich in diesem Projekt benutze, heißt R1 und hat diese Einstellungen. Ich schließe das Ganze und habe das Ganze jetzt schon abgesetzt. Jetzt möchte ich erneut einen, weil mir reicht es ja nicht aus, ich muss da nochmal einen draufsetzen. Jetzt kann ich den entweder kopieren und 1,25 Meter nach oben oder ich reaktiviere wieder den Rückweganschluss mit mit Doppelrechtsklick. Gehe hier wieder über den Drehwinkel 180 und gebe hier in die Z-Verschiebung einfach die plus 1,25 ein. Und den kann ich jetzt wieder an den Absetzpunkt genau ablegen. Und wenn wir jetzt sehen, hat er den schon abgesetzt. Und damit man die Höhe, die könnte man jetzt zwar auch händisch hier eintippen, aber da bin ich ein bisschen zu faul. Da habe ich diesen Griff und kann ihn einfach nur auf diese Kante ziehen, schließe das Ganze und dann habe ich diese zwei Rückbieganschlüsse verlegt. Genau. Das kann ich natürlich hier rüber spiegeln. Und was noch eine Frage war, die ist ziemlich häufig gekommen, wie kann man das Ganze denn in 3D drehen, das Ganze? Gibt mehrere Möglichkeiten. Die Möglichkeit 1, einen kleinen Hilfsschnitt zu machen. So mag's ich, habe es ich eigentlich immer in der Praxis gemacht. Ich habe einen Hilfsschnitt gemacht von der Seitenansicht und dann habe ich das Ganze einfach gedreht. Das heißt, bei mir ist der schnelle Begriff S-Steuerung D. Und dann kann ich das Ganze in irgendeiner Achse jetzt einfach so drehen, auf die Schnelle. Halt. Hat er schon gemacht gehabt. Ich merke ein bisschen das Delay gerade. Ja, und man sieht es ein bisschen. Aber das kann ich jetzt gerade nicht so schnell machen, weil ich irgendein Delay habe. Aber so könnt ihr es eigentlich drehen. Oder es gibt natürlich noch zwei weitere Möglichkeiten. Ich lösche jetzt nochmal die Schnitte raus. Ihr könnt das Ganze mit Drehen frei 3D machen. Also ihr wählt den ganz normalen Drehen-Begriff von Allplan aus und dann frei 3D. Markiert euch den Rückbieganschluss, gebt es die Achse an, zum Beispiel jetzt hier. Und ich gebe jetzt einfach mal einen Drehwinkel von 45 Grad ein, auch wenn das natürlich schwachsinnig ist. Und dann sieht man, hat man es auch hier gedreht. Was neu ist. Ich habe jetzt sogar den Drehwinkel hier eingegeben. Den habe ich wirklich noch eine halbe Stunde vor dem Webinar gemacht. Ich hoffe, dass es irgendwie funktioniert. Und wenn ich jetzt 45 Grad eingebe, dann dreht es man in der Richtung. Macht auch mehr Sinn natürlich, wenn ich zum Beispiel eine Rampe oder sowas anschließe. Genau. Also hier kann ich auch das Ganze drehen. Jetzt schau ich mal bloß in den Chat, was da noch gekommen ist. Also das mit die Fragen von den Herstellern, also es ist mir gerade gefragt worden, ob es größere Kooperationen mit den Herstellern in Half und Schritt geben wird. Die Kooperationen, wie gesagt, die liegen immer darauf aus, wie viele Kunden nutzen denn die Subpods eigentlich. Mit Schritt habe ich jetzt den ersten Vertrag in den Dübeleisten, mit Half ist es noch nicht so weit gekommen. Das kann natürlich nur mit Druck von den Kunden ausgegeben werden. Also wenn ich jetzt sage, ja, ich mache das beste Einbauteil der Welt, dann werde ich natürlich als erstes gefragt, wie viele Nutzer gibt es denn? Und das ist eigentlich davon abhängig, wie viele Nutzer die Subpods nutzen, umso größer werden die Kooperationen denn mit anderen Herstellern auch werden. Und auch mit den bisherigen Herstellern, ganz klar. Gut. Also mit den Parametern könnt ihr aber eigentlich natürlich auch noch spielen. Ihr könnt da jede Menge Bügeltypen auswählen, der ist zum Beispiel ganz abstrakt, wenn man den anschaut oder sowas. Also ich habe alle Bügeltypen eingebaut bei den Rückbieganschlüssen. Ihr bekommt immer eine Information, was der minimale Wert von einem Parameter ist und der maximale Wert. Und wenn sie irgendwas ändert, dann ändert sie auch immer hier irgendwas mit. Also das ist so komplex. Aber ihr könnt eigentlich nichts mehr falsch einbauen, indem dass da einfach die Parameter immer mitspringen. Jetzt schließe ich das Ganze. Jetzt haben wir natürlich einen falschen eingebaut. Den speichern wir vielleicht jetzt auch mal ab. Also R2. Und wenn wir jetzt die Legende zum Beispiel absetzen würden, Einbauteile, ich mag sie assoziativ. Und neu ist in Allplan 24, dass man jetzt einstellen kann, welche Teilbilder sollen denn in der Legende assoziativ bleiben. Das heißt, es ist nicht mehr so abhängig, dass alle Teilbilder, die ihr gerade aktiv habt, auswertet, sondern nur das Teilbild, das ihr auch hier einstellt. Das geht aber erst ab der 24er. Und jetzt habe ich zum Beispiel hier die zwei Rückbieganschlüsse mit dem Typen, Hersteller und der Menge. Und das Ganze kann ich natürlich jetzt kopieren, irgendwohin. Und ihr seht, die Stückzahl wird automatisch einfach aufaddiert. Ich mache das jetzt rückgängig, weil das macht so keinen Sinn.
Und dann gehe ich schon in die Decke über. Schauen wir nochmal. Okay. Kann die Rotation auch abgegriffen werden oder nur numerisch eingegeben werden? Die Rotation, die ist bis jetzt nur numerisch. Wie gesagt, die habe ich eine halbe Stunde vor Webinar gemacht. Aber ist natürlich ein super Hinweis. Da werde ich vielleicht einen Griff hinmachen, damit man das dann auch im 3D-Modell hindrehen kann. Macht ja auch Sinn, dass man es irgendwie an einer Bodenplattenkante von einer Rampe oder sowas belegen möchte. Stimmt. Super Einwand, genau. Und ja, der andere Kommentar, ob es noch HBTs geben wird von Halven, ja, das liegt noch in den Sternen, ganz klar. Gut. Jetzt schließe das Ganze mal. Jetzt haben wir hier die Decke. Und hier habe ich einfach drei Proxy-Einbauteile, weil ich dann später noch was zeigen möchte. Die ignorieren wir aber jetzt erstmal. Jetzt kümmern wir uns um die Dübelleisten. Ganz wichtiges Thema. Sonst hätte ich es ja nicht in meinem Logo drin. Und wir stellen uns jetzt vor, wir wollen dieses Gebäude mit einer Durchstandsbewehrung belegen. Das braucht es natürlich ganz krass bei dem großen Projekt. Da brauchen wir natürlich eine Bemessung und ich habe eine Bemessung hier in dem Fall vorbereitet. Ja, komm, öffne mal die PDF. Genau. In dem Fall mache ich es jetzt mit Jordal. Ich habe das Ganze mit Peiko und mit Jordal durchgespielt, weil beide in der Partnerschaft dabei sind. Schöck zwar jetzt auch, aber bei Schöck habe ich erst die Zusage am Freitag bekommen. Deswegen zeige ich jetzt einfach mal Jordal. So ein Bemessungsausdruck, den bekommt der Zeichner vom Ingenieur im Normalfall. Der hängt meistens in der Statik mit drin direkt. Und ich glaube, damit können wir alle arbeiten. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier eine Stütze in der Mitte und hier haben wir so in so einen sternförmigen Fächer diese Dübelleisten. Und wir haben zwei verschiedene. Das heißt, wir haben 12 Stück diese und 12 Stück diese mit der Länge einmal 275 und einmal 280. Wenn wir uns dieses Bild hier anschauen, wissen wir, wie wir das Ganze belegen müssen. Und hier ist die Stütze angedeutet. Das heißt, von dem Punkt aus kommt erst die 275er und dann die 280er, 280er. Damit ich das am schnellsten in mein System eingeben kann, könnte ich das natürlich jetzt irgendwie mit Parameter spielen oder über die Schnelleingabe. Da suche ich mir einen Text, genau das muss ich vielleicht auch noch sagen. Die meisten Hersteller haben hier sozusagen einen Ausdruck, das wird aber als Pixelbild ausgegeben. Das heißt, ihr könnt hier keinen Text markieren, weil es nichts anderes ist als ein Bild, als eine Bilddatei. Aber meistens ist irgendwo auch die Codierung hinterlegt, wie zum Beispiel hier. Dann könnt ihr den Text markieren mit eurem PDF-Programm und das Ganze kopieren. Und dann gehe ich einfach in meine Dübelleiste rein, doppelklick die und kann hier in die Schnelleingabe einfach einen Rechtsklick machen, einfügen. Braucht bloß mir wieder die Verschiebung in Z. Da war auch ein Kundenwunsch, da habe ich erst den Absetzpunkt am unteren Punkt der Dübelleiste gehabt, der ist jetzt oben. Greif mit messen Koordinaten die Oberkante der Decke ab. Das heißt, in dem Fall ist sie auf 235. Ja, habe ich mich da wirklich nicht verklickt? 260, ja genau. 260, das gebe ich hier ein. Und dann gebe ich einfach noch minus die Betondeckung ein. Minus 0,025. Und jetzt müsste die Dübelleiste dann auf der richtigen Höhe liegen. Durch die Schnelleingabe hat sie das Ganze automatisch generiert. Ihr könnt natürlich hier alle möglichen Einstellungen noch vornehmen. Ob die Leiste oben oder unten ist, das müsst ihr noch selber handhaben. Ansonsten sind die Abstände automatisch mit eingegeben. Und wenn Sie zum Beispiel einen Anker noch mehr haben wollt oder weniger, könnt ihr das ganz einfach hier machen. Oder ihr könnt es auf symmetrisch machen. Machen wir einen Meter. Dann wird das Ganze hier einfach symmetrisch ausgemessen. Aber ich möchte jetzt die Dübleiste aus der Bemessung haben. Mit einem Doppelklick kann ich das Ganze generieren und kann das Ganze jetzt hier absetzen. Das Tolle ist, wir können jetzt hier, ich habe hier die Farbe ausgewählt von Jordal. Und die zweite machen wir dann mit der Farbe von Polkon einfach, dass wir da zwei verschiedene Farben haben. So kann man den Durchstandsbereich schöner belegen. Als kleinen Tipp, wenn Sie eigentlich so einen Kranz habt, wo so viel los ist, also immer wenn Sie so ein Dreiergespann hier seht und hier zwei, dann empfehle ich nicht den Maßstab 1 zu 50 für den Durchstandsbereich zu nehmen, sondern vielleicht Maßstab 1 zu 25. Ihr tut es damit der Baustelle einen Gefallen und euch auch, weil die Beschriftungen, die werden dann sonst ein bisschen happig. Mache ich jetzt auch. Ich switche mal in Maßstab 1 zu 25. Ich kann sagen, ich mache mir die Rundung extrem gering. Das heißt, ich mache wenig Polygone für meine Dübelleiste und kann das Ganze jetzt einfach mal hier absetzen.
Da ich dieses Webinar schon 100.000 Mal geübt habe, kenne ich jede Koordinate auswendig. Und jetzt habe ich die Dübelleiste 1 hier abgesetzt und kann das Ganze zum Beispiel jetzt hier noch verschieben, wo die Beschriftung abgesetzt werden soll. Die können Sie auch größer oder kleiner machen. Ich belasse es jetzt einfach mal in der Beschriftungsgröße 2,0. Genau. Schließt das Ganze. Ich wollte ihn abspeichern. Ah, die wurde schon mal in dem System erkannt als D1, deswegen belasse ich das. Und jetzt mache ich einfach die Dübelleiste 2, indem dass ich wieder diesen Bemessungsausdruck hier oben einfach kopiere, hier einfüge, Doppelklick und die Dübelleiste 2 wurde auch generiert. Jetzt wurde es generiert. Da mache ich jetzt noch eine andere Farbe. Machen wir 248, das ist für mich, kommt Polkon am nähersten. Und hier kann ich wieder die Dübleiste übergeben und absetzen. Wurde als Dübleiste 2 erkannt in dem System. Schließe ich und kann gleich die nächste wieder absetzen. Fertig. Ja, die Verlegung, die ist nicht automatisch. Die möchte ich auch in meinem System gar nicht automatisch haben, weil das wird auch ab und zu gefragt. Ja, könnte man nicht aus dem Bemessungsausdruck gleich den Kranz automatisch verlegen lassen? Könnte man. Das Problem ist dann bloß, dann wird das Ganze eine Python-Path-Gruppe. Und die muss man dann auflösen und dann wird es eine Elementgruppe und die muss man dann auflösen und dann hat man den Zugriff auf jedes einzelne Einmalteil, kann es aber nicht mehr generieren und das macht mehr Probleme, als es eigentlich gut tut. Deswegen sage ich lasse jedes Einmalteil so, wie es ist und dann könnt ihr das auch in Gefälle verlegen. Ihr könnt es damit kopieren, spiegeln, was ihr wollt und müsst dann nicht tausend Sachen auflösen, weil das Auflösen, das hat auch nicht jeder drauf und dann die Attribute unter Kontrolle zu haben, ist auch ziemlich gefährlich. Wenn ich den Kranz jetzt einfach komplett vollständig machen will, kopiere ich mir jetzt einfach dieses Eck aus, gehe auf Mittelpunkt, gebe 4 Stück ein, einmal Enter, 90 Grad wird mir vorgeschlagen, Nummer Enter. Und jetzt habe ich den Durchstandsbereich komplett belegt oder verlegt und kann jetzt wieder einfach diese Legende absetzen und bin damit eigentlich schon wieder fertig. Also das geht innerhalb von 2 Minuten, da habe ich auch ein Video aufgezeichnet. Genau diesen Durchstandspunkt habe ich unter 2 Minuten komplett mit Beschriftung abgelegt. Schneller aus meiner Sicht geht es schon fast gar nicht. Und jederzeit kann ich natürlich jetzt da was ändern. Wenn jetzt irgendeine Dübleiste im Weg ist, weil da kommt ein Durchbruch hin und ich müsste eine abändern, dann brauche ich nicht wieder neue Daten anfordern oder sonst irgendwas, sondern ich gehe einfach wieder da rein, mache einen Doppelklick, kann die Farbe ändern oder Durchmesser, Höhe und so weiter und so fort und dann passt das Ganze. Jetzt zeige ich noch mein Mammutprojekt, das ist der Kragplattenanschluss von Max Frank. Die EcoBox, die hat im letzten Jahr die meiste Zeit gefordert und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich die jetzt released endlich habe und die möchte ich mal zeigen und wie schnell das Ganze jetzt verlegt ist. Premium Partner natürlich da jetzt in dem Fall Max Frank, man sieht es hier und man hat hier jede Menge Buttons, die gehe ich gar nicht durch, weil wir zeitlich sonst gar nicht hinkommen. Wie verlegt man das Ganze? Also man setzt hier einmal an und gibt den ersten Abstand ein, je nachdem, wie die Bemessung ist. Aber ich will jetzt bloß was präsentieren. Das heißt, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, alles in 3D darstellen zu lassen. Da gehe ich vielleicht mal auf diese Ansicht und habe jetzt hier zum Beispiel einen Balkonanschluss. Ich kann natürlich alles wieder ändern, logisch, sonst wäre es kein Generator. Also wenn da Höhenversatz drin ist, dann schaut es so abstrakt aus. Oder wenn da der Balkon höher ist, dann wird es automatisch generiert, je nachdem wie der Stab dann ist und was für Elemente davon eingegeben worden sind. Was ich aber da zeigen möchte, ist Folgendes. Ihr habt jetzt wieder Möglichkeiten, das Ganze mit der Performance unter Kontrolle zu kriegen. Das heißt, jede Rundung hat ja sau viel Polygone und die will ich vielleicht jetzt eher reduzieren. Dann sieht man, dann geht das automatisch hier zurück. Oder ich gehe jetzt einfach mal auf 24 wieder. Ihr habt auch die Möglichkeit, beim Level of Geometry auf 400 zu gehen, dann wird das Ganze einfach im rechten Winkel abgesetzt. Ihr habt auch die Möglichkeit, das Ganze einfach nur mit einem Stab anzeigen zu lassen. Das heißt, im Endeffekt reicht es ja, wenn wir im Grundriss nur die Außenkonturen, wo das Eisen liegt am Ende und ein einzelner Stab für den Schnitt dann. Und die einzelnen Stäbe könnt ihr sogar noch verschieben. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Beschriftungsbild abgeben wollt, zum Beispiel nicht bloß den Kurztext, sondern den Langtext vor dem Ganzen, dann habt ihr jetzt hier jede Menge Platz und müsst es nicht irgendwo reinquetschen, sage ich jetzt mal.
Ihr habt auch die Möglichkeit, die Farben natürlich wieder zu ändern. Ihr könnt die Druckelemente zum Beispiel deaktivieren. Ihr könnt auch die Zugstäbe oder sonst irgendwas sichtbar oder unsichtbar machen. Und im Grundriss die 3D-Folie an- oder ausschalten. Das zeige ich jetzt dann auch gleich mal. Aber ich möchte jetzt erstmal die richtige Eckbox verlegen. Und da habe ich mir aus Leibelfingen direkt zwei Statiken herauslassen oder Bemessungen. Und die erste ist so: Ich glaube, die meisten Ingenieure würden es so rausgeben. Das heißt, wir haben dreimal dieselbe Echo-Box und einmal nochmal die identische, aber gekürzt. Und man kann das alles ein bisschen optimiert auch herausbringen. Das muss man sich aber von Max Frank dann erklären lassen in der Bemessungssoftware. Jetzt haben wir hier dreimal dieselbe Box. Die ist aber ein bisschen höher bewertet als die andere gewesen. Ich glaube, die andere war 30 und hier steht 50. Aber ich brauche bloß drei Stück und die Lücken, glaube ich, werden mit Dämmung einfach gefüllt. Und ich würde mir jetzt für diese Variante entscheiden, weil die ein bisschen wirtschaftlicher ist und kopiere mir jetzt einfach den Text da raus. Gehe wieder in die Schnelleingabe, mach einfügen, einen Doppelklick und dann generiert sich das Ganze. Und wie gesagt, ich kann jetzt entweder alle Stäbe anzeigen lassen, weil es zur Präsentation ein bisschen schöner ist, mache ich das jetzt das Ganze und schließe das Ganze an. Und jetzt seht ihr, jetzt habe ich in der Grundrissdarstellung, ja, ich verlege schnell nochmal. Machen wir 0,25, den absetzen und noch einmal. Jetzt sehen wir hier in der 3D-Darstellung hat's den Kragplattenanschluss super generiert und im Grundriss haben wir jetzt einfach nur diese Darstellung. Ich würde die für die Schallplanung und für die Bewährungsplanung eingeschalten lassen, weil wenn Sie irgendwie Durchbrüche habt, dann wisst ihr, oh, da könnte es sein, dass wir da irgendwas ändern müssen. Dann müssen wir vielleicht Kontakt aufbauen zu Max Frank oder sowas. Und ansonsten geht sie da rein und sagt, ja, vielleicht möchte ich aber doch die Stäbe noch in 3D mit angezeigt haben im Grundriss. Dann könnt ihr da einfach die Folie da aktivieren oder deaktivieren und schließt das Ganze. Ich sag mal nein, ich möchte es nur für das erste und jetzt sehe ich zum Beispiel hier, habe ich jetzt die 3D-Darstellung mit aktiviert. Was noch ziemlich cool ist, anhand dieser Zahl, da wo jetzt die 1 steht, könnt ihr die Farbzuweisung machen. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Projekt habt mit, sagen wir mal, 50 verschiedenen Kragplattenanschlüssen, dann habt ihr 50 verschiedene Nummern und möchtet nicht jedes Mal oder möchtet es so eindeutig wie möglich der Baufirma mitgeben und dass die dann weiß, hey, wo wird denn welcher Kragplattenanschluss eingebaut? Und dann möchtet ihr vielleicht eine Farbzuweisung machen, dass ihr sagt, jeder Kragplatte kriegt eine andere Farbe. Anhand dieser einen Zahl, wo ihr das Ganze abspeichern könnt ihr diese Farben vordefinieren. Ich habe das einfach mal gemacht für die meisten Sachen. Und dann wird einfach diese Farbe da rausgenommen, was hier vorgelegt wurde. Vorausgesetzt jetzt in die Einstellung Farbzuweisung an oder aus. Und dann wird diese Farbe genommen und dann wird jeder Kragplattenanschluss in der Farbe abgelegt, je nach Nummer. Und dann habt ihr ganz schnell einen Übersichtsplan. Ja, mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen dazu, außer dass ihr die Button da ausprobieren müsst. Und wenn ihr Fragen habt, wie am besten am besten eingesetzt wird, dann einfach hier drauf gehen. Ich nehme jetzt hier den Firefox und dann habt ihr sofort den Zugang zum Support von der Echo Box und müsst euch nicht in irgendeiner Warteschlange erstmal behilflich sein oder kommt beim Falschen raus, wird es dann dreimal weiter verbunden. Nein, ihr habt direkt den Zugang zum Support. Das heißt, einfach auf Anrufen klicken oder auf E-Mail und dann seid ihr da durchgestellt. Dann werden eure Fragen beantwortet. Ja, und natürlich wird auch die Echo Box in der Legende gleich mit ausgegeben, da mit drei Stück. Und jetzt zeige ich noch etwas. Da haben wir noch Einbauteile. Die habe ich einfach als Proxy erstellt. Das sind jetzt einfach benutzerdefinierte Einbauteile, wie es vielleicht die meisten kennen. Also man kann so in Allplan eigene Einbauteile erstellen. Und es könnte jetzt sein, dass die von den Attributen her komplett anders belegt sind als die Subparts. Und dass wir die auch auswerten können, geschieht es mit einem Mapping im Report. Ich erstelle mal den Report. Der Report ist automatisch mit installiert im STD Reports. Allerdings gibt es jetzt bei Alpern 24 eine Änderung, die mich ein bisschen verärgert. Also ab alle Versionen davor gibt es kein Problem, aber ab der 24er wird der Reports-Ordner im STD nicht mit installiert. Das heißt, wenn sie Alpine 24 hat, müsst ihr einmalig den Reports-Ordner erstellen und dann wird auch der Report mit installiert automatisch. Und wo findet ihr das Ganze? Auch hier wurden irgendwie hier Buttons entfernt im 24er. Ihr müsst da
mit dem Balken ganz runter, dann steht da Allplan 24 und dann habt ihr Zugriff auf die Reports im Standard- oder im Büroordner. Und die Supports Reports werden im Büroordner installiert und da könnt ihr einfach diese Mengenliste nehmen. Der Unterschied zur Legende ist, dass die nicht assoziativ ist. Also die macht jetzt nur den Ist-Zustand, aber nicht, wenn in Zukunft was geändert wird, ergreift das der Report nicht. Aber dafür ist der Report um einiges schlauer als die Legende ansonsten. Ich lasse jetzt mal alles hier auswerten. Und jetzt haben wir hier drei verschiedene Durchstandsbewährungen gemacht. Wir haben einen Kragplattenanschluss gemacht und eine komische Box auch mit drei Stück belegt. Was sind jetzt unsere Möglichkeiten? Also wir haben erstmal die Möglichkeit, einen Link mit anzufügen, wenn ein Premium-Partner dabei ist und ausschreiben.de hat einen Zugang zu diesem Produkt, dann könnt ihr das Ganze zum Beispiel über den Link euren Architekten für die Ausschreibung mitgeben. Oder ihr habt die Möglichkeit, die Darstellung anzeigen zu lassen. Das heißt, 3D-Bildchen von jedem Einbauteil in der Isometrie wird gleich mit angezeigt. Oder ihr könnt euch Details anzeigen lassen. Das heißt, für jedes Einbauteil, was hier verlegt worden ist, könnt ihr irgendwo draufklicken und dann wird es euch angezeigt. Mark and Zoom heißt es. Und dann wisst ihr, wo das in Allplan eingebaut worden ist. Das ist meistens zur Fehlerbehebung eher. Dann deaktiviere ich das Ganze wieder. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier oben den Balken nicht auf Subgrade Rot, müsst eigentlich schon lassen natürlich, aber ihr könnt zum Beispiel die Farben hier oben ändern, wenn ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch die Schriftfarbe ändern. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr einfach hier auf Schwarz-Weiß klicken. Habe ich einen Button hinzugefügt, war auch ein Wunsch von Kunden. Und jetzt funktioniert das Ganze auch mit Schwarz-Weiß-Ausdruck. Ich deaktiviere das Ganze wieder, stelle wieder auf Weiß zurück. So. Dann könnt ihr einen Hinweistext machen, zum Beispiel Haus 1 oder irgendwas, was ihr wollt. Dann kommt es hier oben in den Hinweis hinzu. Ihr habt die Möglichkeit, den Plantext, also den Kurztext, zu deaktivieren. Dann wird allerdings sortiert nach der Bezeichnung. Und wenn ich es wieder aktiviere, wird nach dem Plantext sortiert. Soll ja auch irgendwie so sein. Logo deaktivieren oder nicht. Genau. Schriftart könnt ihr zum Beispiel ändern. Wenn ihr lieber Areal haben wollt, dann könnt ihr das auch mit ändern. Und jetzt ist es noch was ganz Wichtiges. Wir haben jetzt nur noch einen Report, der für alle gilt. Dafür hat er eine extra Filterung drin. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nur die Durchstandsbewährung anzeigen lassen möchte, gebe ich das da ein. Und jetzt wurde alles andere deaktiviert und ich kann jetzt einfach die Liste machen, nur für die Durchstandsbewährung. Möchte ich wieder alles angezeigt haben, gebe ich einfach wieder alle ein und das kommt dann wieder. Und zu guter Letzt, hier haben wir jetzt nur die Möglichkeit zwischen Einbauteil, Montageteil und Platzhalter zu wechseln. Da haben wir jetzt aber keine Zeit mehr gehabt, das Ganze durchzugehen. Ich möchte aber noch das Mapping kurz zeigen. Wir haben jetzt hier eine Box, die wurde komplett anders attribuiert als meine Supports. Meine Supports werden immer erkannt. Ihr seht hier, wenn ihr auf Darstellung klickt, dann steht da hinten Subgrade. Steht das Subgrade nicht dahinter, dann ist es ein Einbauteil entweder für euch oder vom Hersteller heruntergeladen. Und jetzt möchtet ihr das Mapping machen. In dem Fall habe ich einfach den Hersteller genannt Subgrade und der ist jetzt bei mir im Plantext drin. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wie kriege ich jetzt den darüber und was habe ich für Attribute genommen. Da ist hier oben so ein Plus. Wenn ich das aktiviere, dann sehe ich die Codierung von mir. Das heißt, der Plantext kommt in diese Spalte. Und der Hersteller ist Antwort 4. Jetzt muss ich hier reingehen und sagen, okay, dann müsste mein Plantext jetzt auf Hersteller 4 gemappt werden. Dann gehe ich einfach hier rein, Plantext, Antwort 4. Und die Antwort 4 mache ich einfach als Plantext. Und schon wurde das Ganze geswitcht. Und das kann ich natürlich für alles vornehmen. Zum Beispiel hier ist die B1, ist für mich der Plantext. Und das ist die Antwort 2. Jetzt kann ich das als Plantext nehmen. Und das belasse ich bei Antwort 1 oder keine Ahnung. Und jetzt habe ich auf einmal auch das kodiert. Und wenn das immer im selben Schema bei euch im Büro abgelegt wurde, dann könnt ihr das Ganze auch abspeichern, einfach auf Layout Designer. Ihr müsst bloß irgendwas da einmalig anklicken, egal was, müsst nicht mal was ändern, dann könnt ihr das Ganze abspeichern. Dann speichert ihr das einfach unter und überspeichert diese Mengenliste von mir oder schreibt dazu euer Büronamen oder sonst irgendwas. Und dann wird in Zukunft immer eure Einbauteile gemappt mit den Subparts zusammen. Ja. Und als letzten Tipp gebe ich jetzt noch ein Ding mit. Standardmäßig ist bei Allplan das so eingestellt, dass alles, was man aktiviert, in Rot ist. Das ist aber ziemlich blöd, wenn Einbauteile rot sind. Deswegen habe ich die Markierungsfarbe in Grün gemacht. Das könnt ihr machen, indem ihr auf die Optionen geht
und dann bei Aktivierung, hier Aktivierungsfarbe, die ändert's. Die Frage kam mich auch öfters und genau, vielleicht kann ich da nur einen kleinen Tipp mitgeben. Das war es jetzt von meinem Webinar erstmal. Die ganzen Fragen, die jetzt da noch gestellt wurden. Was bringt das Speichern beim Kurztext? Das Speichern beim Kurztext, das beantworte ich vielleicht noch. Das Speichern beim Kurztext ist so, wenn dieser Kragplattenanschluss in dem Projekt in einem anderen Bauabschnitt nochmal benutzt werden würde, genauso wie er hier eingestellt wurde, dann hat er denselben Kurztext wie hier. Und ich muss den nicht selber suchen, sondern das System erkennt es. Das heißt, wenn ich jetzt da einen Doppelklick mache, dann ist dann immer ein dann ist hier, erkennt er dann, dass das ECB 1 heißt und nicht 10. Also das erkennt dann das System, weil es da drunter abgespeichert wird. Also speichern, schließen. Und jetzt, wenn dieselbe Box wiederverwendet werden würde, dann würde der immer erkennen, hey, die kenne ich schon, das ist diese da. Genau. Also das heißt, dann ist das Ganze projektübergreifend. Ihr könnt es aber auch, weil ich nicht euch den Standard vorgeben möchte, wie ihr das zu machen habt, könnt ihr trotzdem einfach hier den Kurztext eingeben und habt ihr einfach eine Zuordnung von dem Ganzen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, dass ihr sagt, ich will gar keinen Kurztext benutzen, dass das irgendwie so eine Zuweisung hat. Ich will einfach den kompletten Namen hier hinschreiben. Dann könnt ihr das natürlich auch machen. Das könnt ihr auch mit euren Beschriftungsbildern machen. Ich sage jetzt einfach Langtext gespalten, dass das auf 2 Zeilen ist. Setzt dann den Text ein bisschen so weiter rüber. Schließt das Ganze. Ja, sage ich mal, mit aktualisieren. Und jetzt habt ihr sozusagen den Langtext hier dort stehen. Da der mir immer zu lang ist und dann schaut es immer so blöd aus im Maßstab 1 zu 50, wenn ich es jetzt umstelle, das überlappt dann alles und dann wird es für mich so unübersichtlich, deswegen mache ich einen Kurztext und in der Legende wird dann übersetzt, der Kurztext bedeutet dieser Langtext. Aber wie gesagt, beim Report kann man sozusagen den Kurztext auch deaktivieren. Schauen wir nur, ob irgendwelche Fragen schnell beantwortet werden. Kinder? Wie sehen deine Einbauteile beim IFC-Export aus? Die schauen genauso aus wie hier. Jetzt weiß ich nicht, ob es da auf die Attribute eingegangen wird oder nicht. Bei den Attributen ist es noch nicht so gemappt, wie es sein soll. Aber das liegt nicht an mir. Das liegt eher an der Konferenz, dass da irgendwie noch nicht so richtige Einbauteil-Attribute gibt. Ja, es gibt Artikelnummer oder sonst irgendwas, aber nichts, was mir irgendwas bringt. Da muss irgendwie noch was getan werden. Aber ausschauen tun es genauso wie eigentlich hier. Und das heißt, also wie im 3D-Modell, und je nachdem, wie man es reduzieren möchte oder aufwenden möchte. Wie werden die Attribute definiert? In Allplan, wenn man sich selber ein Einbauteil definiert, dann ist das alles hier vorgegeben. Da gibt man hier den Text ein, hier die Text ein. Das sind die ganzen Attribute. Und wie die dann rauskommen, das schaut folgendermaßen aus. Das heißt, ich kann hier Attribute modifizieren und einfach mal in mein Punkt-Einbauteil reinschauen. Und das heißt, das sind nichts anderes als Antwort 1 bis 5, Plantext und Bezeichnung. Das sind die wichtigsten. Das eine ist, was ist denn das überhaupt, was das darstellt? Antwort 1 bis 5. Die Antwort 1 bis 3 definiert sozusagen die ganzen Abmessungen. Das kann ja bei jedem Einbauteil irgendwas anderes sein. Dann die Antwort 4, das macht den Hersteller. Und Antwort 5 habe ich dafür ausgewählt, ob es ein Platzhalter ist, ein Montageteil oder ein Einbauteil. Und der Plantext ist sozusagen die Beschriftung für den Kurztext. Ich zeige es mal am besten von Support, da kann man es vielleicht noch besser vorstellen. Hier sind die ganzen Antworten, das heißt, die Echo-Box wurde aufgeteilt in 2 Antworten, weil der Text einfach zu lang wäre für die Antwort 1, deswegen in 2. Dann die Antwort 4 ist der Hersteller und Antwort 5 ist EBT, stellvertretend für Einbauteil, so dass mein Report erkennt, du bist ein Einbauteil und kein Platzhalter und kein Montageteil. Und genau, und dann hat es noch den Plantext, das ist sozusagen der Kurztext, der wird bei mir gleich mit erfasst. Da gibt es halt 2 verschiedene Systeme wieder. Der Plantext ist so standardmäßig von den benutzerdefinierten Einbauteilen von Allplan und der Kurztext wird bei Precast benutzt. Genauso wie der Langtext, der wird auch von Precast genutzt, deswegen habe ich den auch mitgepflegt. Und dann gibt es noch die Bezeichnung. Die IFC Objects oder Identity, die muss man jedes Mal aufs Neue noch selber einstellen. Da ist noch was beim Mapping irgendwas verkehrt. Also das geht jedes Mal wieder auf undefiniert runter, sobald ich das Einbauteil abspeiere. Das liegt aber jetzt momentan noch nicht an mir, aber da ist ein Ticket auch schon draußen. Genau. Weitere Attribute möglich, Kundenwünsche bei BIM.
Die Attribute könnt ihr ja selber theoretisch immer anhängen. Das heißt, wenn ihr jetzt so ein Einbauteil habt, könnt ihr Attribute anhängen, so viele ihr möchtet. Sind es aber sinnvolle Attribute, die die Zukunft verändern werden, dass man sagt, okay, die brauche ich nicht nur ich, sondern die brauchen auch alle, dann könnt ihr das entweder hier unten abspeichern, dass ihr sagt, das ist jetzt nur für uns, wir fügen jetzt hier Attribute hinzu, die nur wir brauchen. Haben wir da irgendwas? Keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal, Achsenstart.z braucht sie jetzt mal wieder. Dann könnt ihr das hier einfügen und speichert das einfach da unten ab. In eurem Büro entweder, privat oder im Projekt. Könnt ihr das abspeichern und jederzeit wieder laden und und dann einfach an den Einbauteilen übergeben. Sind das aber jetzt wirklich relevante, wo ihr sagt, hey, das brauchen nicht bloß wir, das brauchen alle, dann schreibt es mir am besten eine E-Mail und dann werde ich die für euch einpflegen. Ganz klar, weil alles, was für die Allgemeinheit gilt, das möchte ich natürlich mitpflegen und den Mehrwert möchte ich euch natürlich geben. Das entscheiden wir noch, ob es noch irgendwelche Fragen gibt. Welche Level of Geometry, LOD bzw. LOIN werden angeboten? Auch 350. Das kommt immer darauf an, welches Einbauteil es wirklich ist und in welchem Level das ist. Es ist ja eigentlich ja schon fast eine Definitionssache, welches Level of Geometry oder Intelligenz dahinter belegt wird. In dem Fall habe ich zum Beispiel jetzt die Typleiste ziemlich einfach dargestellt. Also das ist gar keine Rundung eigentlich, aber mir reicht es aus, weil ich im Grundriss sozusagen ein höheres Level of Geometry genommen habe. Und jetzt, wenn ich in die Einstellungen gehe, kann ich zum Beispiel sagen, das soll aber ein bisschen detaillierter sein. Welches Level of Geometry das jetzt ist bei der Typleiste, sei mal dahingestellt. Ich sage jetzt mal ja und jetzt ändere ich einfach alle mit ab und jetzt ist die Rundung etwas größer. Also wie gesagt, das ist einbauteilabhängig, welches Level of Detail ich oder Development ich damit abgelegt habe. So. Ja, jetzt würde ich sagen, jetzt ist Mittag für uns alle. Die restlichen Fragen, die beantworte ich einfach per Mail. Es sind noch einige gekommen. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, dann gebt einfach beim Downloaden immer eure Allplan-Lizenzanzahl mit an, die ihr auch benutzt. Das hilft uns bei dem System am meisten und wenn ihr größere Hersteller noch haben wollt oder die renommierten, dann geht es nur über diesen Weg. Ansonsten könnt ihr mir auch eine Google-Bewertung dalassen, das unterstützt mich auch enorm oder jedes Teilen und Liken von meinen Videos auf YouTube. Das war's für heute. Ich bedanke mich und dann wünsche ich euch alle einen guten Hunger. Mahlzeit. Servus, pfiat euch.